Also die Idee ist dadurch entstanden, dass ich seit schon 6 Jahren Event-Caterings mache. Und wir suchen immer neue und spektakuläre Plätze, wie am Brandenburger Tor oder am Gendarmenmarkt. Und das eben sehr schwierig ist mit den Behörden und wir dann eben nach einer Alternative gesucht haben. Es ist ein Bus geworden, weil so ein Bus eben schon einiges mitbringt. Ja, das ist eben zum Beispiel die Klimaanlage oder eben auch schon technische Geräte wie Toiletten und Strom etc. Also wir sind ja eine Event-Location, ja, wir sind kein Restaurant, was tagtäglich geöffnet hat und wir kochen ja alles selber und produzieren hier in dem Bus. Wir haben ja eine große Küche an Bord. Der Koch kocht während der Fahrt und wird dann sozusagen auf den Punkt genau dann, wenn wir dort an der Sehenswürdigkeit stehen, das Menü schicken. Wir haben 2 Servicekräfte immer an Bord. Wir haben einen Guide mit an Bord, der meistens moderiert, einen Fahrer. Wir holen meistens den Kunden von der Firma ab, fahren dann zum Beispiel ans Brandenburger Tor, servieren dort im Stehen die Vorspeise und das ist eben so unsere klassische Gourmet-Tour, ja, also Food, Speisen, Kreation, Menüs serviert an schönen Sehenswürdigkeiten. Wir können auch eine Fingerfood-Variation während der Fahrt schicken. Das bedeutet, wir müssen gar nicht unbedingt anhalten. Das nutzen viele Kunden von uns, die nur einen Transfer zum Beispiel wünschen vom Flughafen zum Hotel. Und wir sind auch deutschlandweit unterwegs. Wenn wir jetzt heute eine Veranstaltung in Hamburg hätten, würden wir heute noch hier die Speisen in Berlin kaufen und dann würden wir auf dem Weg nach Hamburg produzieren. Es kommen natürlich dann Überführungskosten noch dazu. Das Personal beziehen wir schon aus Berlin, weil wir haben unser Team hier. Oder wir würden eben wie im à la carte Restaurant eben vormittags hier bei uns, wir haben auch noch eine Produktionsküche, dort produzieren und dort in Hamburg würden wir dann abends die Veranstaltung mit den Speisen aus Berlin realisieren. Vor einem Jahr genau haben wir diesen Bus gekauft und wir haben den dann komplett entkernt. Wir haben 36 Sitzplätze, also auf 2 Etagen verteilt. Wir haben im hinteren Bereich haben wir die Küche eingebaut. Dafür haben wir in der ganzen Buskonstruktion eine Abänderung vornehmen müssen. Wir haben HiFi-Anlagen verbaut von Alpine, wo eben während der Fahrt auch DVB-T geschaut werden kann, Präsentationen von Firmen abgehalten werden können. Wir haben Funkkamera, wir können während sozusagen der Koch hinten kocht, können alle über ihre Bildschirme verfolgen, was hinten in der Küche passiert. Unsere Toilette ist auch nicht mehr die ursprüngliche, die sozusagen vorher verbaut wurde, sondern wir haben jetzt aus dem Yachtenbau von Villeroy & Boch ein Luxus-Klo eingebaut, wenn man sagen darf. Es ist auch alles schön isoliert, also man hat hier wirklich ganz viel Ruhe. Das hören wir jetzt auch gerade. Wir stehen am Potsdamer Platz, hier überall fahren die Autos vorbei, ja, und man hört hier fast gar nichts drin. A la carte würde ich sagen, natürlich auch je nachdem, wie schnell das Menü geschickt werden soll und was für Komponenten drauf kommen. Bis zu 80 Personen könnten wir auch aus der Küche servieren. Es ist wirklich diese Herausforderung, dieses Komprimierte und dieses Fahren und dann natürlich auch, dass du nicht eben die ganze logistische Sache das alles hinkriegst. Weil du hast ja eben nicht so viel Platz. Du musst es ja alles so verräumen, so komprimieren die ganzen Sachen, dass du schnell zugreifen kannst, dass du schnell warm schießen kannst. Musst aber auch gleichzeitig so wegräumen, dass dann der nächste Gang und so. Das ist immer ein reiner Kreislauf und da ist eben natürlich diese Herausforderung. Also wir haben bei uns im Büro 3 feste Mitarbeiter. Ja, den Rest, sagen wir, die Servicekräfte und den Koch, ja, den mieten wir immer an. Das heißt, wir haben dann auch ein festes Team. Wir haben Angebotspaletten, ja, die anfangen bei 90 Euro pro Person bis nach oben keine Grenzen gesetzt. Ja. Also so ein gebrauchter Reisebus kostet um die 150 bis 200.000 Euro. Und die Investition in den Ausbau war auch nochmal so um die 300.000 Euro. Wir werden in der Zukunft sicherlich noch einen zweiten Bus bauen.